Hallo und herzliche Grüße zu einem neuen Lauf. Ja, es gibt heute so ein kleines Update zu meinem 160. Streaklauf, der am Samstag stattgefunden hat, über diese 14 Kilometer. Ja, und heute haben wir Montag, der 12. Februar. Und ja, ich bin jetzt auf dem 162. Streak unterwegs und ja, wer jetzt das erste Mal reinschaut, ganz kurz zur Erklärung. Ich habe ja zwei Laufziele. Das eine Laufziel, das habe ich im September 2023 gestartet. Täglich laufen. Mindestens eine Meile. Also 1,61 Kilometer, ja, nach oben offen. Aber wie gesagt, täglich laufen und mindestens diese eine Meile. Und ich bin heute beim 162. Lauf. Und vor habe ich ein Jahr auf jeden Fall zu laufen. Und dann sehe ich weiter. Mein zweites Laufziel, was ich habe, ich möchte jede Woche bei meinem Langelauf einen Kilometer mehr laufen, so dass ich dann Ende März, 30. 31. März, das ist schon Wochenende, da bin ich dann bei 21 Kilometern, also Halbmarathondistanz. Und ja, wie gesagt, ich bin letzten Samstag bei mir hier 14 Kilometer gelaufen und da hatte ich dann am Sonntag das erste Mal ja so ein bisschen keine Schmerzen, aber ich habe halt beim Aufstehen ja so ein bisschen Knie gespürt, die Knöchel ein bisschen gespürt, ja, ich war halt ein bisschen ja nicht angeschlagen, aber ja, vielleicht nicht richtig ausgeruht, ich weiß nicht. Vielleicht übertreibe ich auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da habe ich mir dann halt so Gedanken gemacht. Weil es gibt ja auch die Abteilung, die sagt, jeden Tag laufen ist nicht gut für die Gesundheit von der Körper. Man sollte in der Woche mindestens einen Tag, besser zwei Tage Pause machen, dass der Körper sich regenerieren kann. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Da ich ja eh langsam laufe nach Marfetone, also mit niedrigem Puls, ist das bei mir eigentlich jeder Lauf, ja, so ein bisschen Regenerationslauf. Ich gehe ja da nie richtig an meine Grenze, ich power mich nicht aus. Also von daher denke ich mal, dass der Mensch dann schon täglich laufen kann, solange, wie gesagt, sich nicht auspowert und nicht an seine Grenze kommt. Und bisher ging es auch alles gut. Ja, auf jeden Fall war dann halt am Sonntag so ein Tag, wo ich dann schon ein bisschen ja, die 14 Kilometer in die Füße gespürt habe. Und da habe ich mir dann halt überlegt, ja, wenn ich mich jetzt vielleicht doch nicht so richtig regenerieren kann und falls das doch zu viel ist, ich meine, ich bin immerhin auch schon 65, also das ist ja auch nicht so ohne. Da habe ich überlegt, ja, was mache ich denn? Weil ich habe ja momentan auch ein Laufpensum. Ich laufe ja täglich so meine 5 Kilometer. Dann einmal so ein mittlerer Lauf mit etwa 8 Kilometer. Und dann, wie gesagt, am Wochenende mache ich immer den langen Lauf. Mit momentan sind es 14 Kilometer, aber jede Woche halt wird es ein Kilometer mehr. Ja, da steht halt die Frage, ob sich das vielleicht doch nicht so ganz verträgt und ich da vielleicht doch irgendwo an meine Grenze komme. Ja, und als ich dann am Sonntag, also beim 161. Lauf unterwegs war, ich bin dann bei mir daheim nur so eine kleinere Runde gelaufen mit ein bisschen über 4 Kilometer,
Aber was ich da gemerkt habe, dass ich einen relativ hohen Puls hatte. Also ich hatte so 120, 125, zum Teil ging er hoch bis 150. Und ich habe den Puls nicht runtergebracht, obwohl ich relativ langsam, sehr langsam gelaufen bin. Ja, das sind dann halt die Überlegungen, ob das der Körper vielleicht doch nicht so ohne weiteres wegsteckt. Und habe mir dann halt überlegt, was mache ich jetzt? Nächstes Wochenende ist es da ein Kilometer mehr, dann nochmal ein Kilometer mehr, nochmal ein Kilometer mehr. Wie gesagt, Ende März Halbmarathon. Und dann möchte ich ja weiter trainieren, so langsam auf Marathondistanz mal laufen. Und da habe ich halt überlegt, ob das dann mit dem täglichen Laufen ja vielleicht sich doch ein bisschen beißen tut. Weil das Laufen selber ging eigentlich am Sonntag gut. Ich habe dann keine Schmerzen gehabt in der Wade, Oberschenkel, Knöchel, war alles gut. Das einzige halt der Puls. Ja, und heute ist Montag, was habe ich vorher gesagt, Dienstag? Nee, Montag über heute. Montag, der 12. Februar. Ja, ja. Am Sonntag habe ich auch gesagt, ich laufe noch ganz kurz 500 Kilometer den Feldweg entlang der drei um und zurück. Das waren natürlich 500 Meter, nicht 500 Kilometer. Ja, da bringt man schon was durcheinander. Ja, auf jeden Fall. Ich werde es jetzt mal beobachten, vor allem mal mit dem Puls. Mal gucken, wo wir gerade vor das hin. Ja, jetzt bin ich bei 111 und dann rede ich noch dazu. Also das ist wieder okay. Man kann da sagen, wenn man läuft und nebenher Rede tut, sind es so 5 Schläge bis vielleicht sogar 10 Schläge, was man da in der Minute mehr hat. Also von daher würde ich sagen, passt es eigentlich mit meinem Puls jetzt wieder. Und ich bin eigentlich schon guter Dinge, dass ich das wegstecke und dass das ganz gut harmoniert mit meinem täglichen Laufen und auch mit dem Training auf Halbmarathon bis Ende März. Das wollte ich nur kurz kundtun für mein Lauftagebuch und die Leute, wo es vielleicht interessiert. So, jetzt laufe ich weiter meine Runde. Das ist so meine kleine Hausrunde, was hier läuft. Das dürfte auch dann so 6 Kilometer geben am Schluss. Aber wie gesagt, momentan ist ganz gut. Ich schalte die Kamera aus, dann melde ich mich nachher nochmal, berichte dann kurz, wie es so war, wie mein Puls war. Ja. Dann dürft ihr mir die Daumen drücken, dass ich beide Ziele weiter verfolgen kann. Das Training auf der Halbmarathon und mein tägliches Laufen. Ach so, ja. Weshalb ich das überhaupt sage. Ich habe mir das dann auch überlegt und habe dann für mich entschieden, also wenn es tatsächlich Probleme geben würde, dass ich beides nicht vereinen kann, dann würde ich das Ziel Halbmarathon aufgeben und würde mich konzentrieren auf die 365 Tage. Weil das ist mein oberstes Ziel, was ich habe momentan. Ein Jahr jeden Tag zu laufen. Und wenn das mit dem anderen halt nicht klappt, dann würde ich das hinter anstellen. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass es doch funktioniert. Also, ach, ist das herrlich hier. Echt toll. Die Vögel zwitschern so ein bisschen. Blauer Himmel. Ein paar Bäume ringsherum. Ja, jetzt geht es dahinter über die Autobahn drüber. Und dann geht es nochmal in so Wäldle rein. Ach, herrlich. Einfach herrlich. Also,
Jetzt laufe ich weiter, ich melde mich nachher nochmal. Ja, Puls ist bei 115. Alles gut. Also, ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg, habe jetzt knapp 6 Kilometer. Ja, 5,5 sind es, glaube ich. Und bis ich daheim bin, noch knapp einen Kilometer, also etwas über 6 Kilometer werde ich dann haben heute. Und ja, vom Puls her war es relativ gut eigentlich. Teilweise war er noch ein bisschen höher, wie ich es gewohnt bin. Aber ja, ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Sonntag. Echt, da war er schon extrem hoch. Und ich denke mal, das war wirklich so eine Reaktion, weil das halt für den Körper doch auch Stress ist. Diese 14 Kilometer, was ich da gelaufen bin. Ja. Aber ich bin guter Dinge. Wie gesagt, der Lauf heute war ganz in Ordnung. Und jetzt mal gucken am Wochenende. Gibt es ja 15 Kilometer. Mal gucken, was dann am Tag danach ist, wie es da aussieht. Und ich werde auf jeden Fall am Tag vor dem Lauf mal überlegen, was ich da zu mir nehme. Und bevor ich dann loslaufe morgens, werde ich auch noch mal gut essen. Mal gucken, vielleicht vom Jan die belgischen Waffeln. Mal gucken, ob es die in vegan gibt. Dann werde ich das mal welche kaufen. Vegane belgische Waffeln. Ja, und ansonsten werde ich mir 2 oder 3 Gels mitnehmen und alle 5 Kilometer ein Gel zu mir nehmen. Und dann mal schauen, wie es am Tag danach mir geht, nach den 15 Kilometern. Vielleicht war das jetzt auch nur dieses Wochenende so. Keine Ahnung. Aber ich denke, das funktioniert, beide Ziele zu erreichen. Oh! Mal gucken, ob man das sieht. Ein Storch. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, dass ich die beiden Ziele erreichen werde. Täglich laufe, bis ich ein Jahr gelaufen bin. Und auch bis Ende März meinen Halbmarathon zum Laufen und dann im Sommer Marathon und danach nochmal so ein Ultra, vielleicht mit 50. Obwohl das schon eine größere Herausforderung ist, muss ich sagen. Also, ja, da habe ich dann schon doch ein bisschen Respekt davor. Marathon und 50 Kilometer und dann noch das tägliche Laufen. Aber mal sehen, Step by Step. Also, dann würde ich sagen, ich beende dann das Video jetzt hier. Ja, jetzt haben wir dann bald 6 Kilometer. Und sobald es was Neues gibt, melde ich mich wieder. Also, dann sage ich mal danke für euer Interesse. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.